Oh, das Mikro, wo ist denn das Mikro? Hast du gar nicht mitgebracht? Das konnte ich wahrscheinlich nicht tragen. Okay. Machen wir noch ein bisschen runter, ne, damit man auch das Essen sieht. Hier habe ich gerade noch Werbung geschaut. So. So können wir lassen, Schatz und Mausel. Teller. Ich kann noch die Teller holen. Ich schließe erstmal das Mikro an. Wir nehmen heute das andere Mikro. Ich möchte einen tiefen. Genau. Einen tiefen Teller, genau. Ja, so. Genau. So siehst du was. So, setz dich mal hin. Ja doch, ich habe dich ja eben auch gesehen, als ich sie getestet habe. Ja, ne? Komm mal, ja, genau. Komm mal. Hallo, Freunde. Prost, hallo Fans. Bei uns gibt es heute wieder einen Mukbang. Ich habe was gekocht. Ich habe einfach nur diesen Hüttenkäse, die wir beim Foodhall gesehen habt, dann Tomaten, dann hatten wir noch Spitzpaprika übrig, Schluppen, Knoblauch, Gewürze, Olivenöl, ein bisschen Zitrone, alles im Ofen in die Auflaufform. Dazu gibt es Vollkornnudeln. Wir kochen für uns immer zusammen 200, ist ganz schön viel, ne? Also, ja, so wirklich so 250 Gramm? Lass es uns doch mal probieren. Manchmal nehmen wir... Nee, ich meine hier die Nudeln, 250 Gramm. Ich habe nicht gezählt. Nicht 250 Stück, 250 Gramm. Dazu trinken wir ein... Erdinger Weizenbier. Ein Erdinger Weizenbier, dunkel. Dunkel. Und ja. Ja, da ist noch Schönheit drin, aber. Ist meine Schönheit schon hier drin? Die ist schon drin. Okay. Ach so. Gut, dann soll es mal losgehen. Erstmal wollen wir vielleicht erstmal. Erstmal anstoßen. Ein Anstoß machen. Einmal Prost, hier. Prost. Weit. Ja. Da. So. Prost auf euch, ihr seid eine tolle Community. So, mein Schatzchen, dann willst du auch? Das Bier schmeckt schon mal gut. Ja, das schmeckt sehr gut. Willst du auftun? Tu dir erstmal was auf, hier, Schatz. Komm, ich halte mal hin. Machst du so ein bisschen rüber und auch ein bisschen Soße für dich. Nein. Gut, die Soße mehr kriege ich nicht. Na doch, musst du ein bisschen anheben. Okay, ich mach. Ist heiß. Naja. Was sagt mein Sohn? Wenn ich heiß anfassen kann. Ich kann nicht heiß lieben. Dann heb mal an. Ja. Ist nicht viel. Doch, ist schon. Naja, das an sich ist ja saftig, Maus. Ja, ist ja gut. Ist ja alles gut. So. So. Fertig? Fertig. Gut. Gut. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir. Und... Ach, ist das ein schönes Bier. Es sieht gut aus. Was sagt denn meine Frau? Ja, schmeckt gut. Du kannst ehrlich sein. Ja. Hm. Du weißt, unsere Ehrlichkeit wird geschätzt. Ja, ja. Mal gut, dass du da keine Ofenschienen drin hast. Nee, schmeckt aber. Ja. Kann man machen. Auf jeden Fall. So, was gibt es zu berichten? Ich habe heute eine Mail bekommen von Noventur. Und zwar... das sind die mit dem Kissen. Ich habe damals gesagt, ich muss mal die Katze raus. Ja, lass mal raus.
ich teste das Kissen ausführlich und dann gebe ich eine. Dann bitte. Stelle ich es auf meinem Kanal vor. Ich habe es ja nun schon euch vorgestellt und habe euch darüber berichtet. Jetzt haben sie mir angeschrieben. Und haben gefragt. Schmeckt auch gut. Wann das Video dazu kommt. Und jetzt habe ich zurückgeschrieben, ne? Dass ich das Kissen getestet habe, dass ich das für mich nichts ist, das Kissen. Und so das, was ich euch auch erzählt habe, ne? Und habe auch geschrieben, egal, ich lüge meine Community nicht an, weil sie schätzen unsere Ehrlichkeit. Und sie soll jetzt entscheiden, ob ich das Video hochladen soll, so wie ich es euch erzählt habe. Also nochmal ein extra Video müsste ich dann machen. Oder nicht. Jetzt warte ich halt auf Bescheid, ne? Weil ich lüge nicht. Ich lüge euch nicht an. Ich werde dann das Video nochmal machen und extra. Aber ich will genau selber erzählen. Habe ich auch. Na gut. Ja. Ich habe auch richtig gerne schicke ich es auch wieder zurück, wenn es erwünscht ist, ne? Und jetzt warte ich mal auf Antwort. Die voll ein anderes Thema. Nee, noch kein anderes Thema. Weil ihr wisst, wir lügen euch nicht an, ne? Und es kann wirklich sein, dass nochmal ein Video darüber kommt. Aber dann seht es uns nach. Wir müssen es dann halt machen. Was heißt müssen? Eigentlich haben wir ja nichts dafür bekommen. Wir haben nichts, wir wurden ja nicht dafür bezahlt. Und wenn sie das Kissen wieder haben wollen, dann schicke ich das Kissen halt auch wieder zurück. Ja, jetzt nochmal. Ist mir vollkommen, oder? Also das Essen ist ja rein vegan, ja. Da ist nichts Fleischiges dran, alles vegan. Nee, ist nicht vegan, vegetarisch, der Rittenkäse. Wollte ich gerade sagen, der Käse kommt da. Erzähl nicht so ein Shit. Das ist nur vegetarisch. Ja. Weil ja ist Käse, also Käse drin. Aber die Vollkornung kann man machen, ne? Kann man machen. Hätten vielleicht sogar noch ein bisschen gekonnt, ne? Nee. Nee? Nee? Nee. Na gut. Dann sind sie zu latschig. Weißt du, das ist dann. Nee. Aber kann man so machen, ne? Schmeckt gut. Oder schmeckt es dir nicht? Doch, schmeckt. Zu scharf? Nö. Zu zitronisch? Nö. Nee, ne? Ihr kennt mich ja, ne? Ich hab noch sind Zitrone reingemacht. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Hat den Herd vollgeschmiert. Der Herd, ja. Von innen. Obwohl, er hat so ein bisschen Würze, ne? Aber es schmeckt wirklich gut. Also mir schmeckt es gut. Nein, mir schmeckt meistens mein Essen. Aber gestern, der Seitan, oh Leute. Wart jetzt mal, ach nee, ihr seid ja auf unserem Kanal. Bitte, bitte, bitte schaut bitte in das Rezept drin. Das hat so viel Arbeit gemacht, das zu machen. Und lasst das Video bitte nicht floppen. Aber, na gut. Anderes Thema. Ich habe mir bei Julifin ein neues Lichthärtungsgerät gekauft. Und zwar haben die doch das neue jetzt mit Akku, ne? 89 Euro. Ich dachte, ach komm, kannst du dir leisten, dass du deine ganze Kosmetik. Also, das ist meine ganze Kosmetik. Das ist noch nicht mal ein Viertel, was ich verkauft habe. Aber die ganzen Paletten ist ja alles weggegangen. Ich habe alles verkauft. Alles weg. Also ich dachte, naja, hast du ein bisschen Geld? Kaufst du dir die Lampe. So. Gestern kam sie. Ich wollte gestern eigentlich meine Nägel machen. Hier die Hand, weil die ist ja. Also ich habe Lampen, ich habe zwei andere Lampen, aber ich wollte halt diese Akku, wenn man die dann bewegen kann, wie du willst, bist nicht immer auf dieses Kabel angewiesen.
Dann kommt die gestern an, ich packe das aus, freudestrahlend. Na, du lief mir eine falsche Lampe reingesteckt. Oh. Naja, ich habe dann da angerufen bei Jolifin, die sind ja mal sehr nett. Haben sich entschuldigt, haben mir dann gleich ein, per E-Mail ein Rücksendelabel geschickt, also ne, damit ich nicht keinen Versand bezahlen muss. Dann haben wir das dann eingepackt und haben dann noch weggeschickt. Und erst wenn sie die alte Lampe haben, schicken sie mir die neue zu, also die ich eigentlich bestellt habe. Aber, naja. Ist nicht schlimm, kann passieren. Trotzdem hat mich ein bisschen geärgert, ne? Aber egal, kann passieren, was soll's. So, Update Kalito. Die Franzi meint, Franziska Höppner, ne? Meinte ja, ob die mal entwurmt wurden, die Katzen. Also dazu muss ich sagen, die wohnen schon. Du wohnst jetzt 10 Jahre hier, einmal wohnen sie in der Zeit, ja. Einmal entwurmt. Und ich hatte mir ja im September, als Kalito diese Zahnreinigung und die Ohrenreinigung hatte, hatte ich mir ja schon Wurmtabletten mitgeben lassen. Aber dadurch, dass es der Kalito immer schlecht ging, wollte ich ihm natürlich nicht antun. Und zwar sind das Milbemax, heißen die Tabletten. Aber gestern haben beide eine Tablette bekommen. Und jetzt gucken wir mal. Aber ich denke mal, wenn der Verdacht der Würmer wäre, das ist wieder ein interessantes Thema beim Essen, aber was soll's, dann hätte der Tierarzt ja irgendwas gesagt. Aber ich habe es jetzt gestern beide gegeben und jetzt warten wir mal ab. Eigentlich wollten wir, heute ist Samstag, wollten wir zum Tierarzt gehen, aber ich warte jetzt noch bis Montag. Montag müssen wir auf jeden Fall wegen den Tabletten, aber ich will fragen, ob es irgendwas anderes gibt als Tablette, weil es stresst ihn wirklich sehr. Manchmal klappt es, dass ich die so ein Futter mit reinmache, wenn er dann wirklich Kohldampf hat, dann frisst er sie, dann ist sie gleich weg. Aber an manchen Tagen, da muss ich ihn dann wirklich quälen, da muss ich ihn in den Nacken nehmen, Kopf nach hinten, Mund aufmachen, Tablette rinnen, dann spuckt er sie wieder. Ist schon recht stressig und das tut mir dann immer sehr leid. Und er guckt mich dann auch nicht an, ne, also. Ja, deswegen, also. Müssen wir mal gucken, ja. Er hat jetzt einen neuen Spitznamen, ne? Domi hat ihn umbenannt. Kotza Cordalis. Kotza Cordalis. Eventuelle Ähnlichkeit mit verstorbenen oder lebenden Personen ist rein zufällig. Ich muss mal wieder das Tier reinlassen. Ja, lass mal das Tier. Die Samira, ne? Kalito liegt hinten. Der ist noch beleidigt. Der ist noch beleidigt, ja, ja. Ist gut? Der ist wirklich beleidigt. Ist gut? Gut. Ja, ist ja gut. Ja. Ach, und dann habe ich... wir verfolgen ja seit kurzem Just Susi, also Susi, Kira und Uwe. Und ich weiß ja, oh, dir schmeckt's heute, ne? Du isst das zweite Mal. Ich hab Hunger. Und ich weiß ja, dass viele von euch auch Just Susi gucken. Und die haben letztens ihren ersten Mukbang gemacht und da hat sie wohl einen Kommentar bekommen, dass sie das von uns abgesehen hat. Nee, Leute, das möchte ich nur mal klarstellen. Es gibt so viele Formate hier auf YouTube mit Mukbang. Nee, das ist... Und wenn sie das von uns gehabt hätten, dann glaube ich schon, dass sie so ehrlich wären, hätten gesagt, das haben wir bei Irmi und Ille gesehen und wir probieren es mal. Aber es gibt so viele Formate hier auf YouTube mit Mukbang. Nee. Aber ist ja auch gut angekommen, ne? Ja, ist halt, ach so, und dann hat die eine bei denen drunter geschrieben, so mit Schmatzen und so, mag sie nicht. Da habe ich kommentiert, na, das ist aber mit Geräusche, das ist so ein ASMR-Mukbang, ne? Also ASMR, ich weiß jetzt nicht, was das übersetzt heißt, aber da ist mit
extra mit Schmatzen und Schlürfen und extra ins Mikro, damit man das extra hört. Nee, so machen wir unsere Mukbangs nicht. Es sei denn, es ist gewünscht, aber ich glaube nicht. Manche feiern das, ne? Ja, na, ich sag mal, im asiatischen Raum. Ne? Oder ja. ich hab noch keinen gesehen, der außer unserer. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt so viele Formate, die haben sie bei uns nicht abgeguckt und nee, Leute. Alles gut, so wie es ist. Macht euch da mal keinen Kopf. Na? Was ist mit dir? Schwächelst du? Oh, ich schwächel heute ja wirklich. Also, das ist. Hast du sogar nicht so viel Seitan gegessen? Oh, der Seitan war so lecker, Leute. Ich hab die ganze Pfanne. Da war ja nicht viel, sah nur viel aus. Aber ja. War lecker. Und sie hat vier versucht, mir am Bier anzudrehen. Und ich habe gesagt, nein. Aber ich mag es nicht. Nein, ich mag es nicht. Vom Geschmack her nicht. Sind die zu trocken? Nee, das ist nicht trocken, ne? Nein, alles gut. Ja. Genau. Wiederholst du dich? Ja, na und? Mach mich mal hier an, ja? Was gibt's sonst noch neu? Weiß ich auch nicht, was? Eigentlich nichts Neues. Müsst ihr jetzt nicht, Jason war ja letztes Wochenende da. Oh, das ist so süß, Leute. Er spielt jetzt Verstecken, ne? Ich blende euch jetzt mal eine Frequenz ein. Dann hält er sich die Augen zu, dann tut er so, als wenn er zählt. Dann, so, weißt du, so, oh Gott, das hat mein Herz, hat geblutet, ja. Weil es war ja so schönes Wetter, als er letzte Woche da war. Da war ich natürlich viel mit ihm draußen. Ja, doch, etwa 3 Stunden war ich mit ihm unterwegs. Spielplatz. Spazieren gehen. Und? Er sollte ja eigentlich ja schlafen. Aber war auch alles gut, ne? Wir haben dann Abendbrot gegessen, er hat gebadet, ich habe ihm die Haare geschnitten. Und dann ist seine Toni-Box raus und dann hat er seine Toni-Box gehört, dann liegen wir im Bett. Und dann sucht er ein Telefon. Willst du Mama Papa anrufen? Ja. Und dann hat er Mama Papa angerufen und dann hat er sich so gefreut. So, wir haben dann Videotelefonie gemacht. Dann habe ich aufgelegt und dann hat er gesagt, zur Tür gezeigt, Mama, Papa. Ich sage, möchtest du nach Hause? Willst du nicht bei Oma schlafen? Dann will ich bei Oma. Nein. Also haben wir nochmal Mama, Papa angerufen. Ich sage, der Jason möchte nicht hier schlafen. Dann hat die Mama gefragt, Jason, möchtest du nach Hause kommen? Ja. Naja, und dann haben wir ihn nach Hause gebracht. Und in Zukunft werden wir das so machen. Bevor ich ihn, ich werde ihn einmal einen Tag vorher oder 2 Tage vorher, sage ich ja Bescheid, pass auf, ich hole den Kleinen und dann werde ich ihn persönlich fragen, möchtest du zu Oma? Wenn er sagt ja, okay, dann werde ich ihn fragen, möchtest du bei Oma schlafen? Wenn er dann nein sagt, dann wissen wir von vornherein, dass er nicht hier schläft. Ja, es ist halt so, ne? Der Junge wird 9 und wenn er nicht bei Oma und Oma, bei uns Omas schlafen möchte, dann zwinge ich ihn auch nicht, ne? Also, das machen wir nicht. Dann haben wir hier abends um 10, halb 10. War noch früher. Achso, 9, ne? Um 9 war er zu Hause dann, genau. Um 9. Also haben wir uns wieder angeprepelt. Und dann habe ich den Jungen nach Hause gebracht. Oh, er hat sich so gefreut, die Mama zu sehen. Und mein Gott, ja. Ich war natürlich ein bisschen traurig, dass er nicht bei mir schlafen wollte. Aber ich zwinge ja den Jungen nicht. Ja. Genau. Das war's. Das ist unser Hauswart, ja. Und jetzt ist das Wetter wieder schlecht, dann kommen wir, wenn das nächste Mal kommt, dass das Wetter wieder in Ordnung ist. Und dann waren wir. Ey, ihr wisst es ja nicht, ich habe ja große Panik vor der Waschanlage, ne? Ich fahre nicht gerne durch die Waschanlage, weil
Ich hatte mal einen Renault 5, mit dem ich mal durch die Waschanlage gefahren. Und da war innen alles nass, da stand ich im Wasser. Und seitdem habe ich Panik, durch die Waschanlage zu fahren. So. Aber unser Auto war so dreckig, also sind wir durch die Waschanlage gefahren. Und ich war, ne Maus? Ja. Kannst du auch mal was dazu sagen? Ja, wie so ein kleines Kind. Ich sitze im Auto und da bleibt, ist alles gut. Ist alles blenden euch mal was ein. Passiert doch nichts. Ja. Ich fahre auch nicht so gerne rein. Und die gucken lieber zu, wenn das gewaschen wird. Aber das wird ja heute höchst selten angeboten. In Hannover, als ich dich damals besucht habe mit meinem alten Auto. Im Großbrevel. Da konnten wir das abstellen, also konnten wir so zusehen, wie da durchfährt. Na, jedenfalls bin ich ganz stolz und wer von euch hat ein Auto? Und mich würde mal interessieren, wie oft wascht ihr euer Auto? Fahrt ihr regelmäßig durch die Waschanlage oder wascht ihr das selber? Würde mich echt mal interessieren. Ja, selber zu Hause darfst du ja nicht waschen. Auf einem Grundstück auch nicht? Nein. Es geht darum, dass das Grundwasser ja verseucht werden könnte. Ach so, okay. Ach so, eine Waschanlage wird es nicht verseucht, das Grundwasser? Ja, das ist ja extra dafür abgeschottet. Auch da, wo du selber wäschst? Auch da, wo du selber wäschst. Auch wo du jetzt bei diesen Waschanlagen, wo du selber waschen kannst. Zicke, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Was ist los, Mädchen? Na, was denn? Was möchtest du denn? Was möchte die Samira? Muss ein Bier? Nee, da ist eine Wanne drunter und das geht da nicht ins Erdreich. Das muss durch den TÜV gelaufen sein und all sowas. Also, echt, ja? Ja? Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ja, was würde meine Frau jetzt wieder sagen? Du bist so schlau. Du bist so schlau. Manchmal schlau gegen Baum gerannt. Bitte? Manchmal schlau gegen Baum gerannt. Nee, du bist schon schlau. Ich bin doch echt satt, ne? Puh, so viel Nudeln. Warum ist das wirklich so viel Nudeln? Kann mir ja nicht vorstellen. Ja. Ja. Aber dann haben wir ja unter Umständen nur Soße. Und nicht solche Einlagen so. Aber es schmeckt, kann man wirklich machen, Leute. Es schmeckt wirklich gut. Ganz ehrlich, es schmeckt gut. Ja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen soßiger gemacht. Na, was denn an? Ihr könnt noch ein bisschen mehr Öl drin machen können oder mehr. Also, ich finde es nicht trocken so. Gut. Du? Ja. Nudeln brauchen bei mir ein bisschen Soße. Na, du bist eigentlich nicht so ein Soßenfan. Ja, aber bei Nudeln. Na, okay, aber ich fand es nicht trocken. Nein. Ja, müsst ihr, entweder macht ihr noch was Flüssigkeit oder noch mehr Tomaten drin, damit ihr mehr Feuchtigkeit bekommt. Mir persönlich reicht es. Hast du eigentlich Tomatenmark reingetan? Nein, warum? Da hättest du ja noch ein bisschen. Nee. Noch ein bisschen. Wollte ich ja nicht. Aber wolltest du nicht? Soll ja keine Tomatensauce in dem Sinne werden. Ja, naja, okay. Na? Jetzt sind wir dann immer noch. Ja, gut, ihr Lieben, jetzt seid ihr erstmal wieder auf dem neuesten Stand. Und seid. Ja, wir sind satt. Also ich bin satt. Und Samira, du möchtest bestimmt eine Knabberstange haben, oder? Möchtest du eine Knabberstange? Mädchen, möchtest du eine? Zicke, Mädchen, ja? Ja? Na gut, kriegst gleich eine. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, mal wieder ein Mukbang-Quatsch. Ja, Mukbang-Quatsch, genau. Mukbang-Quatsch. Ach, der macht draußen jetzt. Siehst du, es ist gut, dass wir jetzt beenden, weil jetzt macht der Gärtner im Garten Krach. Ihr Lieben, schönen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im Winke irgendwie. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss. Machst du bitte aus, meine Maus? Ja. Prost nochmal. Prost. Halt. Achso, Biene. Nee. Doch. Nee. Cool. Doch, so. Und? Benedikt. Bei mir laufen sie auch nicht nackt rum. Mach mal, da fangen sie so lustig. Benediktum, Benedaktum. In Afrika laufen sie nackt rum. Am Arsch sind sie bemoost. Prost. Du Niveaulose, du. Und tschüss.
Ja, Sonja, du kriegst jetzt eine Knabberstange. Versprochen. Oh, das war lecker. Aber ich hab's nicht geschafft.